In diesem Video erfahren Sie, wie Sie mit der WirtIQ-App V-Link Ihre Arbeitszeiten erfassen können. Starten Sie V-Link auf Ihrem Smartphone. Wenn Sie V-Link zum ersten Mal starten, melden Sie sich zunächst an. Klicken Sie auf das User-Symbol und geben Sie die Zugangsdaten ein, die Sie von Ihrem Unternehmen erhalten haben. Klicken Sie auf Anmelden. Nun sehen Sie Ihren Namen am Kopf der App. Darunter sehen Sie Ihre letzte Arbeitszeitbuchung. Wenn Sie V-Link zum ersten Mal benutzen, finden Sie hier standardmäßig die Buchung Feierabend oder Ankunft zu Hause. Ignorieren Sie diese Angabe. Um Ihre Arbeitszeiten zu erfassen, klicken Sie nun auf Zeiten erfassen. Sie sehen nun Ihre Buchungsmöglichkeiten, zum Beispiel Arbeitsbeginn in der Firma oder Anfahrt zur Baustelle. Diese Buchungsmöglichkeiten werden für jedes Unternehmen individuell konfiguriert. Es ist also gut möglich, dass Sie an dieser Stelle eine andere Auswahl finden. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Unternehmen über Ihre Buchungsmöglichkeiten. Wählen Sie nun die Buchungsmöglichkeit, die zu Ihrem jetzigen Arbeitsschritt passt. Wenn Sie jetzt zu einer Baustelle fahren, markieren Sie Anfahrt zur Baustelle und klicken Sie anschließend auf Senden. Ihre Buchung wird nun an die Server geschickt. Der Bildschirm zeigt nun Ihre letzte Buchung an. Er weist Sie darauf hin, dass Sie noch weitere Angaben machen müssen. In diesem Beispiel müssen Sie noch eine Baustelle auswählen. Wählen Sie die betreffende Baustelle aus der Liste aus. Falls die Liste länger ist, können Sie einen Suchtext eintippen und auf das Filtersymbol klicken. Markieren Sie nun die Baustelle und klicken Sie auf Senden. Damit ist Ihre Buchung vollständig. Wir empfehlen, die App nicht zu schließen, damit Sie bei der nächsten Arbeitszeitbuchung sofort darauf zugreifen können. Klicken Sie auf den Home-Button auf Ihrem Smartphone, wenn Sie sie ausblenden möchten.